eigentlich entnommen haben können, dass ich mehr so der introvertierte Mensch bin. Und ich möchte euch auch von einem Festival für introvertierte Menschen erzählen. Halt die Schnauze. Das habe ich vor ein paar Jahren zum ersten Mal besucht. Das mache ich jetzt immer noch. Tag 1. Vor uns ist alles grau. Auch hinter uns ist alles grau. Links und rechts von uns ist alles grau. Unser allgemeiner Geisteszustand lässt sich mit dem Wort grau sehr gut beschreiben. Da plötzlich macht sich ein Flüstern breit, das alle Autos um uns herum erfasst. Und schließlich auch unseren kleinen Bus erfasst. Und wacken! Dröhnt es durch die Stahllawine, in der wir uns seit mehreren Stunden befinden. Wacken! Dröhnt es auch in unserem kleinen Bus. Nachdem sich unsere Aussicht die letzten 2 Stunden auf das Straßenschild Itzehoe Nord 500 Meter beschränkt, werden Stimmen laut über die verdammte Blechlawine bis nach Wacken zu laufen. Meuterei wird durch Freibier und die 10. Wiederholung von Highway to Hell unterbunden. 3 Stunden später haben Itzehoe Nord erreicht und über Schleichwege schließlich auf Wacken. Stehen super! Zelte 10 Minuten vom Festivalgelände entfernt, Auto 1 Stunde von den Zelten. Erst der Bierkasten zwecks Gewichtsreduzierung auf Parkplatz geleert. Rechten Schuh an Schlickgrube verloren, linken 200 Meter weiter. Besser für die Symmetrie. Feuerzugang zum Zelt ist zunächst versperrt. Nackter Mann wälzt sich im Schlamm und grüßt. Benutzen ihn als Brücke durch die Moorlandschaft. Macht ihm nichts aus. Zelte aufgebaut, suche Dixi-Klo auf. Werde spontan an Ägypten erinnert. Kleine Pyramiden wachsen mir aus dem Tank entgegen. Halte ein und fülle Kanister am Trinkwasserhahn neben dem Dixi. 20 Minuten später, Wasser ist gelb. Nähe zu Dixi-Klo als möglicher Grund nicht ausgeschlossen. Grob Abend, fühle mich immer mehr wie Teil des Festivals. Blick ins Spiegel im Duschzelt verrät, dass ich auch aussehe wie das Gelände. Werde von Leuten mit Transparent, Duschen ist kein Heavy Metal, ausgebuht und mit Schlick beworfen. Mir egal. Schlafe friedlich ein. 3 Uhr nachts. Werde durch sanfte Tritte in den Nieren geweckt. Freunde haben beschlossen, unseren Kleinbus umzustellen, eine Nacht- und Nebelaktion. Nacht und Nebel ist wörtlich zu nehmen. Ich hoffe, der Ordner hatte keine Kinder. Bus steht jetzt neben Zelt. Tag 2, 9 Uhr aufstehen, Kaffee trinken. Dezente Böllerwürfe gegen die Zelte der anderen wecken effektiv und nachhaltig. Keine Brandschäden, Boden zu feucht. Beschließe, Kaffee mit Whisky zu strecken. Denke mir, Heavy Metal. Habe keine Angst mehr vor Dixi-Klo. Wasche mich mit gelbem Wasser. Fühle mich verwehen. Putze mir auch die Zähne mit gelbem Wasser. Entlöse mich auf dem Weg zum Festivalgelände an einem Stand, an dem steht Show Your Tits for Satan. Kriege kein Freibier. Fühle mich zutiefst missverstanden. 11.30 Uhr, Festivalgelände erreicht. Versuche Freunde wiederzufinden. Tragen schwarze Sachen, haben lange Haare und winken. Sollte einfach werden. 12 Uhr, habe neue Freunde gefunden. Jorge und Ines sprechen kein Wort Deutsch und ich kein Wort Portugiesisch oder was auch immer, aber sie machen immer Pommesgabel und haben Tequila reingeschmuggelt. Besaufe mich im Zuge internationaler Solidarität und gucke irgend so eine früh auftretende Langhaar-Metal-Band. Brauche 1/2 Stunde, bis ich vergesse, dass der Frontmann ein Mann ist. Bis zum Ende des Konzerts fand ich sie sehr attraktiv und wollte eine Familie mit ihm gründen. Scheiß Schnaps. 15 Uhr, keine guten Bands mehr. Rückkehr zum Zelt, fertige mit Freunden Sitzmöbel aus Bierkästen an. Habe vergessen, wann und ob noch Bands spielen, wie ich heiße und wo ich bin. Ist aber auch egal. Formuliere mit Freunden Sponsoringvertrag mit Hansa aus. Wirkt alles sehr plausibel. Schmeißen Böller, um urinierende Horden vom Auto wegzutreiben. Schlafe den gerechten Schlaf eines Menschen, der sich seit 2 Tagen nur von Instant-Nudeln und Billigbier ernährt. Werde vermutlich nie wieder fest verdauen können. 3. Tag, Erinnerung nur noch grob vorhanden. Fühle mich wie eine Heavy-Metal-Band. Verdauungssystem stößt Bassvibrationen aus, Herz spielt Blastbeats und Stimme hört sich an wie morgens mit Rohrwege geholt. Meine rechte Hand zur Pommeskabel verkrampft. Lukas auf Weites geht durch Kopf, damit ihr nur Kaugel lässt. Wacken! Komme gegen Mitternacht wieder am Zelt an. Erkenne keinen wieder. Werde morgens durch etwas Weiches, Quallenartiges, seltsam geweckt. Habe mich im Zelt vertan. Fühle mich vage geschändet. 4. Tag,
Wacken vorbei. Zelte und vereinzelte Teilnehmer werden dem Feuer übergeben. Im Zuge sinnloser Gewalt gegen Gegenstände werden auch die ersten Dixies angezündet. Stichflammen und Feuersäulen überall. Mittendrin versuchen wir, unseren Bus aus dem Matsch zu buxieren. Reifen quietschen, betrunken unter dem Bus auch. Eine Stunde später haben den Stau hinter uns gelassen und fahren endlich Tempo 180 auf der Überholspur. Rechter Vorderreifen platzt. Umstand, dass er seit mehreren Tagen in einer Mischung aus Schlamm, Urin und Böllerwürfen stand, ist möglicher Grund nicht ausgeschlossen. 30 Minuten später, ADAC-Mann taucht am Horizont auf. Steht seiner Biertaufe kritisch gegenüber, ist aber auch egal jetzt. Wacken ist schön. Danke.